Servusle, willkommen zurück bei Subnautica mit eurem Voucher. Voller Stolz und Freude habe ich eingeloggt, weil ich weiß, dass wir da unten schon unser Mehrzweckräumle haben. So, jetzt holen wir erstmal das Signal hier ab. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Still nothing. These Altera ships, they've run out of engine grease. They send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Geil. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's going to take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. See what the long-range scan picks up in the meantime. Alle. The charter's going to have us wasting our profit margin running errands for Altera. Ja, aber geil, oder? Das ist jetzt definitiv für mich neu, dass die Dinger so gesprochen sind. Ey, das wird so cool, das Spiel. Das ist schon ein tolles Studio, ne? Die Entwickler hier. Jo, Voucher hat natürlich hier voll den Durchblick wieder. Hier erstmal vom Krebs komplett heilen, alles klar. Die Boje haben wir immer noch. Oh mein Gott, die werden voll kommunikativ hier. Warum geht die Message nicht? Vielleicht, weil du am Verbandskasten hängst. Bin mal gespannt, ob noch eine vorgelesen wird. Jetzt haben wir das Signal. Ah, kommt jetzt keinen Text. LivePod 6, alles klar. Jetzt haben wir zwei LivePod-Signale. Gehen wir mal kurz runter. Gehen wir mal kurz runter. Lassen wir uns mal kurz hier... Also das geht noch nicht mit der Begrüßung. Wir haben keinen Strom. Alles klar, ich weiß. Oxygen Reduction, alles klar. Wir brauchen Solarzellen. Lalala, zwei Quarz und zwei Titan. Ich habe, glaube ich, die Quarz das letzte Mal alle verbraucht, oder? Dann bauen wir uns mal kurz hier ein bisschen Strom dran, dass wir da rein können. Setzen den Kaffeeautomat schon mal hin. Auf den freue ich mich schon die ganze Zeit, weil der soll ja jetzt gehen. Der soll ja jetzt gehen, das habe ich ja noch gar nicht probiert. Ist ja alles gleichzeitig passiert. Jo klar, wir haben kein Quarz. Aber ich habe zwei Fensterscheiben, die bauen wir natürlich auch rein. Den Kaffeeautomat, den habe ich, glaube ich, draußen ausgesetzt. Hey, komm, wir holen uns geschwind Quarz. Machen wir nicht lang rum. Machen wir nicht lang rum. Zwei Querzeln, die werden hier irgendwo rumfahren. Weil, genau. Roden hat es ja auch nochmal gesagt, wir sollten vielleicht doch tatsächlich rüberfetzen zur Aurora. Schon wieder eine Nachricht. Ja, leg mir am Arsch. Wie viele Nachrichten kriegst du denn da? Oh, kleiner Garyfisch, du wirst meine Verpflegung für die Aurora werden. Genau, ich will dann doch rüber, auch wenn ich nicht alles mitnehmen kann. Wir basteln uns einen Feuerlöscher 2. Dann gehen wir rüber und dann scannen wir drüben die Motte komplett. Dann brauche ich da nicht rumsuchen. Dann können wir nämlich die ersten Touren schon mit der Motte machen. Ich hoffe, ich bin nicht so laut heute. Aber ich bin von innen raus so genial, gut gelaunt eigentlich. Der Hammer. Ein Quarz, da ist noch eins. Dann haben wir das schon mal. Ja, zieht da doch ein bisschen. Ja, es muss jetzt halt laden, ne? Muss man verstehen. Es braucht auch ein Weilchen, bis die ganzen Pakete... Sind wir so weit jetzt von der Boje schon weggeschwommen. Da holen wir gleich mal noch mehr Quarz, wenn wir schon hier unterwegs sind. Bis es die ganzen Datenpaketchen eingeordnet hat. Da braucht meine Kiste halt eine Weile. Vielleicht habe ich auch zu viele Projekte drauf gespielt, dass sie allgemein langsamer ist. Aber die paar Tage schaffen wir jetzt noch. Und ich muss sagen, irgendwie, je weiter ich hier fortschreite, desto glücklicher bin ich darüber, dass wir angefangen haben. Ne? Weil am Ende war es doch ein bisschen unübersichtlich alles und die Abbauaktion, die hat ja dann schon ein bisschen ermüdet auch. Man hat es ja dann doch irgendwann mal mit viel Liebe aufgebaut. Da das Titan braucht man ja auf jeden Fall. Zwei Quarz, dann können wir doch jetzt eigentlich hier... Wo setzt man den hin? Ich glaube, den muss man auf die Dings setzen. Jetzt gucken wir mal. Machen wir nicht lang rum, dann haben wir jetzt die Mats. Hier. Der sieht's doch gar nicht ganz drauf, oder? Aber wir gucken mal, wie viel Strom er uns bringt. Wenn er eine hohe Zahl hat, lassen wir ihn. Wenn nicht, baue ich ihn nochmal ab. Das wollte ich hören. Welcome aboard. So, jetzt bauen wir uns gleich die Scheiben hier ein. Keine Ahnung, hier haben wir ja einen Ausguck. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich schauen will. Wir machen einfach links und rechts jeweils eine Scheibe raus. Hier mal, machen wir hier mal eine. Machen wir hier eine Scheibe. Ein bisschen haben wir noch Punkte. Lass mal rausgucken. Ja, hallo. Servusle. Da bauen wir die Dinger hin. Dann machen wir hier noch eine Scheibe. Hier oder hier? Hier machen wir noch eine. Nee. Ja, ich bin voll über. Wir bauen einfach noch. Wir brauchen noch Glas. Ah, wir brauchen eh noch Glas, sagt er gerade. Ich glaube, oben war noch.
Siehst du, ich schwimme schon meinen alten Weg nach oben. Wie man sich an die Sachen gewöhnt hätte, das Ding müssen wir auch gleich abholen hier. Hallo, war hier noch Glas? Nee, aber ein Quarz. Das gibt zumindest mal ein Glas. Damm, damm, damm. Ich sollte nicht so viel Glas verholzen, ne? Hier haben wir auch nochmal Titan. Machen wir das mal geschwind. Lass mal mit dem Glas, ne? Falls wir wollen ja auch noch ein Batterieladegerät bauen und so. Nicht, dass ich jetzt die ganzen Mats verholze. Apropos Batterieladegerät. Das war nicht hier mit drin, ne? Oder? Nee. Das konnte man, glaube ich, auch über den Kollegen hier basteln. Lass uns mal reinschauen. Muss ich das erst noch finden? Nee, ne? Fabrikator? Muss man das erst noch finden, oder was? Mein Schott? Ganz wichtig. Schilder? Ich habe nicht vor, so groß zu bauen, dass ich nochmal Schilder brauche. Ah! Die Melonen. Das sollte man vielleicht vorziehen. Das sollte man mal vorziehen. Lass uns mal kurz raus. Genau, dass wir mal so die wichtigsten Dinge haben. Ich setze es natürlich dahin, wo es früher saß. So ein bisschen alte Heimatklänge. Feelings. So, da hauen wir jetzt gleich die Melonen rein. Wird eh knapp schon. Ah, ich habe sogar noch welche übrig. Hier, zwei. Wir bauen den Baum separat. Ich will jetzt auch nicht so viel Platz. Das können wir mal wieder abbauen hier, das ist klar. Da warten wir noch. Hier kommt dann das Ladegerät und so hin. Dann kommen hier Schränke hin. Der Kaffeeautomat, der ist noch draußen, den holen wir gleich. Lass uns mal hier. Ich will wenigstens einen Baum. Ich will nur einen. Zwei. Ich kann es ja weiter vorsetzen. Dann kann ich natürlich wieder hinter dem Baum, wie in alten Zeiten, meine Schränke bauen. Hier, wir fangen mit dem Leuchtbaum an. Dann setzen wir hier noch einen Töpfel. Weiter vor natürlich wieder. Wir werden eh noch einen zweiten Mehrzweckraum brauchen. Also soweit ist schon mal klar. Das haben wir jetzt schon mal gesetzt. Freue ich mich tierisch drüber. Jetzt holen wir den Kaffeeautomat. Dann schauen wir mal, ob der tatsächlich für uns... Guck mal hier. Wie? Was? Achso, ja. Dehydration. Ja, ist ja kein Problem. Wir haben ja gleich alles wieder. Das braucht man erstmal nicht. Die war leer. Das braucht man auch nicht. Die Mingeln so, das pflanzt man dann alles mal irgendwann. Lass uns hier reinschauen und lass uns den Kaffeeautomaten. Kaffeeautomat müssen wir gleich hier setzen, weil... nee, so nicht. Ist ganz wichtig, dass man... Aufnehmen. So. Aufnehmen will ich es nicht. Vielleicht kann ich es nur nicht. Keine Ahnung, ich kann ihn nur aufnehmen. Muss man mal irgendjemand sagen, wie man das macht. So, gesetzt haben wir. Jetzt muss man natürlich was trinken eigentlich. Jetzt wird es schon blöd. Ey, alter Scheiße, habe ich jetzt gar nicht mitgedacht. Ja gut, dann wird der Garryfisch keine Verpflegung. Dann wird der Garryfisch jetzt erstmal gekocht. Ne? Bevor wir verhungern. Tut mir leid, Gary. Gibt es eine Gary-Wurst wieder mal. Haben wir eh schon lange nicht mehr gehabt. So, jetzt sind wir wenigstens wieder... Naja. Ist jetzt egal, dann fahre ich nach. Ich mache jetzt das Glas. Nee, ich mache nicht das Glas. Haben wir jetzt soweit alles schon verblödelt und verbratzelt? Verfaulte Schlingenpflanzenprobe. Die könnten wir uns aber eigentlich... Da fehlen jetzt die Samen. Den brauchen wir auf jeden Fall drüben. Das kümmern wir uns später. Jetzt holen wir das Signal noch raus. Ja, wir sind da. Machen wir mal wieder eine deutsche. Was jagen, analysieren, Teile Standardsubjekts mit anderen Agenten. Biologische Subjekte gesucht. Ey, okay, das sind die Blueprints. Das ist klar, was ist das? Benzol. Das sind die Logs, die bis jetzt reingeflattert sind. Und das hier sind die Dinger. Die Daten-Downloads, Alien-Daten, Alien-Artefakt haben wir gefunden. Dann hier die ganzen Degasi-Voice-Logs, ist klar. Dann haben wir hier ein paar Scans. Ich scanne, was ich kann. Technologien, Ausrüstung, da kriegen wir natürlich auch immer entsprechend. Stasi-Gewehr haben wir ja schon. Der Seekleider ist auch unser. Die Seemotte, die kommt als nächstes. Innenbeetkasten, das sind dann die ganzen Infos darüber. Alles klar. Natürlich haben wir viel zu wenig zum Essen. Sind die noch voll? Die sind noch voll. Zwei Batterien haben wir. Drei Taucherflaschen und zwei Signale im Ohr. Super.
Haben wir jetzt das Gröbste? Haben wir jetzt das Gröbste gemacht? Ich gucke jetzt nochmal überall durch. Was ist denn los mit denen? War das früher schon so? CPU, das ist ein Live-Pod 7. Jetzt haben wir schon 3 Live-Pods. Die machen mir Angst. Seit ich gesagt habe, dass ich das später erst machen will. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. Ah, alles klar. I didn't know how bad. How many of... I didn't know. Wenn das für ein Funkverkehr. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Hey, give me the Sunbeam out. Blended landing. What else can I say? A blended landing in the Academy Simulator. Wir telefonieren doch. Hey, FBI abgehört hier, oder was? Alles klar. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass sie gesprochen werden, die Dinger. Das finde ich schon richtig saugeil. Wahrscheinlich sind es die Entwicklerstimmen. Jetzt gucke ich hier nochmal kurz durch und dann sollten wir uns überlegen, wie wir vorgehen. Wir gehen in die Aurora, haben wir gesagt, ne? Ja, jetzt haben wir hier im Prinzip nur noch das Schrottzeug drin. Das kann ich jetzt mal auslagern. Das werden wir jetzt erstmal nicht brauchen, wenn wir rübergehen. Reparaturwerkzeug nehme ich mit. Messer nehme ich mit, wegen dem Krebs. Batterien haben wir 1, 2. Das wird nicht ganz reichen. Naja, wegen Kleider, bis wir da drüben sind. Da haben wir ja einen Haufen Geräte. Lass mal ganz kurz gucken, ob ich schnell Batterien farmen kann. Muss ich natürlich nachschauen hier nach 300 Spielstunden. Naja, so viel sind es noch nicht. Säurepilze 2, Kupfererz 1. Gehen wir mal kurz gucken, ob wir noch ein bisschen Kupfer abziehen können irgendwo. Sagen wir mal so eine 2-Minuten-Fahrt. Wenn nicht, dann gehen wir halt so rüber. Wenn wir mal die Dings gefunden haben und gescannt haben, ist ja schon alles gut. Dann haben wir mal die Motte. Das nehme ich jetzt natürlich mit. Jetzt, wo wir wieder am Bauen sind. Das ein oder andere Mal werden wir schon ein bisschen Quarz brauchen noch. Hier könnte es eventuell... Nee. Nein, keine Eier-Voucher. Es gibt keine Eier. Das war ein Titan leider nur. Wir wollen ein Kupfer. Kein Titan. Wow, so nah habe ich die Hand noch nie gesehen. Ach so, siehst du? Wollten wir das nicht auch mal gucken, wenn ich die Handschuhe ausziehe? Ob wir tatsächlich infiziert sind? Ja, wir müssen schon wieder essen und trinken. Verdammte Hacke. Sind die Melonen schon soweit? Das könnte natürlich unser großes Glück sein. Stopp. Da war wieder ein Voucher mit eingebaut. Da war wieder ein Voucher mit eingebaut. Komm, ich ziehe sie ganz liebevoll rüber. Ah ne, wir haben sie eh schon an. Okay, da ist noch eins. Das könnte das Kupfer sein, auf das ich vertraue. Yo, Baby! Lass uns doch schön 4 Pilze einsacken. 1, 4. Und ab ins Räumle. Und drücken wir uns die Daumen für die Melonen. Wobei ich sie noch teilen muss. Oh. Super. Perfekt, fast perfekt. Lass uns das Messer auf die 1 kurz legen. Schwapp. Naja, man kennt halt den Content mittlerweile. Oh. Wir stehen. Sieh mal das Zeichen für mich zu speichern. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So, die dürfen wir uns schon mal krallen zum Essen. Nein, Inventar voll. Oh, warum gucke ich da nie? Jetzt haben wir gar nichts. Wir haben gar nichts. Wir werden sterben. Die Bäume sind auch noch nicht so weit. Der Kaffeeautomat geht nicht. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Vor allem, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt die Batterien, dass das Inventar leer ist und holen wir uns halt geschwind einen Blasenfisch. Verdammt. Ja, ja, Baby, wir wissen es doch. 2 Batterien, so wie ich es wollte. Perfekt. Kurz hier rausgeguckt. Das bringt mal nichts. Hey, wir brauchen... Ja, ist gut. Wir brauchen 2 Blasenfische. Jetzt. Nicht später, jetzt. Sofort. Wir essen jetzt alles, was uns so auf dem Weg... Hier. Dich esse ich auch, wenn ich dich erwische. Häng dich nicht an einem Fischlauf-Voucher. Wo sind die Blasenfische? Ich habe doch hier noch gar nichts gefarmt. Wir sterben. Da unten ist einer. Den hole ich mir. Komm zum Vater. Komm zu deinem Vater. Du Drecksack, komm her. Bitte. Danke. Okay, haben wir uns nochmal den Arsch gerettet. Da müssten ja die Melonen jetzt jeden Moment dann auch soweit sein. Pfeifst du so?
Dein Glück. Essen, trinken. Wir haben sie zweimal ausgelöst. Alles klar, Batterien sind da, die Quarze und so. Muss ich da jetzt unbedingt was bauen unten? Ich kann das Batterieladegerät nicht bauen, das ist so bescheuert. Und wieso geht der Kaffeeautomat nicht? Welcome aboard, Captain. Aufnehmen, kündigen. Ist da irgendwo ein Anschalter, den ich nicht sehe? Vielleicht ist es der falsche Automat. Wachst. Wachst einfach. Leute, wachst. Okay, wir gucken kurz mit unserem Habitat-Bilder, ob wir irgendwas Cooles, Brauchbares noch haben. Ja klar, die Wandspinde. Das macht ja schon mal Sinn. Fabrikator bauen wir dann auch unten rein. Wir bauen eigentlich alles unten rein. Hey, ich muss das Batterieladegerät erst finden, ne? Oder war das doch oben? Ich glaube, das muss man erst finden. Aber das kann ja nicht so weit weg sein. Und wir brauchen das, ne? Ohne Batterieladegerät ist irgendwie nicht so gut. Kleider, Boje, das haben wir alles schon mal einmal gebaut, hier das Zeug. Dann haben wir Stasegewehr, brauchen wir erstmal nicht. Ein Laserschneider bräuchte man drüben fast, ne? Ich habe auch keinen Diamant. Für einen Diamant bis wir zur anderen Höhle. Wir gucken, ob wir so durchkommen. Den haben wir, das haben wir auch. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch. Taucherleine baue ich keine. Sonst hängen die wieder im Meer rum. Hier, ne? Nee, verdammt. Da brauchen wir dieses scheiß Blueprint und ich habe das nicht. Egal. Wir sind ja schon ziemlich weit. Hier, das reicht uns erstmal. Bauen wir uns kurz einen Spind hier unten schon mal hin. Hier würde ich dann ja gerne den Fabrikator hinhängen. Hier vielleicht das Ladegerät. Würde fast sagen, wir klatschen hier den Schrank hin. Ist jetzt unser erster Raum, ne? Wir haben auch noch gar kein Bett. Oh, das können wir drüben vielleicht scannen. Hoffentlich reichen die Batterien. Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, Feuerlöscher. Jetzt weiß ich es. Die ganze Zeit überlege ich so heimlich. Was wollte ich denn noch bauen? 3 Batterien haben wir schon mal volle. 4. Und dann haben wir hier auch noch einen Feuerlöscher mit 100%. Das ist ja super. Die Melonen kommen. Die können wir jetzt dann bald vermehren nochmal. Dann haben wir das erledigt. Dann machen wir uns auf den Weg rüber. Dann cutte ich auf dem Weg. Dann machen wir in der nächsten Folge praktisch eine Aurora-Runde. Eine komplette. Das ist schon mal cool. Was wollte ich sagen? Feuerlöscher. Wer Feuerlöscher haben wir gesagt? Den brauchen wir. Zumindest einen würde ich noch gern mit rübernehmen. Glas und Titan. Glas und Titan. Und wir haben gar nichts mehr. Gerade habe ich es unten eingeräumt. Glas und Titan. Dann muss ich nochmal runter. Wenn die Querschleifen in meinem Hirn dann so... Wo ich dann denke, oh, wie verhalte ich mich jetzt, dass es niemand merkt? Ein Glashammer. Nimm das alles wieder mit. Wir brauchen noch 2 Quarz. Wir brauchen noch 2 Quarz. Die holen wir uns jetzt noch. Und dann gehen wir einfach mal rüber, hechten einmal durch. Passen ein bisschen auf die Krebse auf, die da drüben leben. Und hoffen, dass wir bis zur Moddebucht durchstoßen. Dann können uns auch die Pirscher nämlich nichts mehr anhaben. Und dann machen wir so nach und nach die Fracks, also diese Signalbojen, fertig. Da müsste man dann eigentlich auch mal am Pilzbiom vorbeikommen. Eier will ich jetzt erstmal keine. Das Ziel wäre jetzt einfach, uns grob aufzubauen, dass wir die Motte laden können, dass wir einen Braunanzug haben. Dann bauen wir uns den Zyklop so zügig, wie es geht. Und dann gehen wir ins Lava-Biom. Bereiten natürlich alles vor. Also es wird nicht in 2 Folgen jetzt erledigt sein, das nicht. Aber... Solange das so zittert, ist es eh nicht so spaßig, finde ich. Danke. Liebes Spiel. Eigentlich muss ich mich bei meinem Rechner bedanken. Das Spiel kann ja nur bedingt was dafür, wobei ich es jetzt gar nicht auseinanderhalten kann. So. Jeder brüllt, wenn er ein Quarz sieht. Wieso zuckt es genau an dieser Stelle hier immer so ekelhaft? Ist das da der Eingang zu dieser Höhle? Ja, unter uns ist ja auch noch das Schlangenbiom. Das darf man nicht vergessen. Ja. Ich will jetzt keine Fische mehr töten. Ich hoffe, das reicht mit der Melone. Ah, guck mal, hier war da nicht ein Lochfisch? Nee. Oh, so ein kleines Aquarium werde ich schon brauchen. Nur mit Kracherfischen. Kracherfische und kleine Bunde. Alles klar, ich finde kein Quarz. Wir sind mit der Aufnahme jetzt. Warum stoppelt das so? Warum stoppelst du so, liebes Spiel? Spül mit Priel. Na, der war klassisch. Der war so richtig super. Kommt schon. Ey, so ein blödes Quarz irgendwo. Ich könnte natürlich auch mit dem Kleider, aber ich will mir die Energie sparen. Wenn wir jetzt dann rübergehen. Wir fahren auf jeden Fall noch los, oder? Nee. Wir fahren nicht los. Die Zeit ist natürlich schon
weiter fortgeschritten. Ich finde kein Quarz jetzt auf die Schnelle. Ist wieder so ein typischer. Alter, sind die Pirscher schön geworden. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Einfach weg, Alter. Geh einfach weg. Ich will nicht schon wieder 1000 Medipacks verbrauchen müssen. Pack sie weg. Oh, die ist gleich leer. Das ist, wenn man es erzwingen will. Da hinten ist eins. Siehst du, in dem Moment, wo ich den Gedanke losgelassen habe und gesagt habe, du bist frei, wir wollen keinen Quarz mehr. In dem Moment hat es mich in die Irre geführt, Schwein. So, die Feuerlöscher wollte ich bauen, ne? Jetzt hauen wir diese Batterie noch leer. Die 5%, die bringen uns eh nichts. Oh je, ruckelt es. Erinnert mich ganz arg an meine Anfänge. Feuerlöscher war die Kunst. Und dann gehen wir noch zu den Melonen runter und dann sind wir eigentlich startklar. Doch, das passt schon noch. Pass auf, Feuerlöscher war hier drin. Oh, Dehydration, Alter. Glas brauchen wir. Dann reicht uns wahrscheinlich das Quarz gar nicht. Jetzt 2 oder 4? Es reicht. Wir haben mal was richtig gemacht. Hey. Also ich ziehe euch natürlich immer mit rein. Ne? Wir mit Gang, mit gefangen. So. Ein Feuerlöscher. Dann machen wir drüben aber nicht alle Kisten. Ah, 2 Glas. Verdammte Scheiße. Ja, ja, ist gut. Wir haben ja unten schon einen Schrank. Jetzt gehen wir mal runter, schauen uns nach den Melonen noch um. Normal sollte ich auch noch ein Messer craften. Ne, weil die Verbrauch... Ach, guck mal, herrlich. So ein bisschen altes Feeling kommt hier zurück. Wie viel Prozent hat das Messer? Das sehe ich nur im Inventar, alles klar. 55. Machen wir gleich hier wieder voll. 1, 2, 3, 4. Und. Muss ich hier. Habe ich es wieder toll gebaut, ne? Dass ich wieder nicht rumkomme. Ah, da wird wieder der eine oder andere sich ganz arg freuen. Da baut schon seine Pläne. So. Alles klar. Habt ihr es gesehen? Ich habe den Blumenkasten erweitert. Ist der doppelstöckig? Ich weiß es nur nicht. Wahrscheinlich ein Bug. Alles klar. Okay, okay, pass auf. Wir haben doch eine Batterie. Jetzt machen wir jetzt auch noch gleich. Dann machen wir jetzt hier die letzten Vorbereitungen für das nächste Mal. Wir nehmen eine frische Batterie hier rein, machen das Licht aus, gehen in unseren Schrank, legen das Titan erstmal hier rein. Das brauchen wir drüben nicht. Die nehme ich mit wegen den Krebsen. Die nehme ich mit, um die Feuer zu löschen. Ist klar. Die leere Batterie, die tue ich zu der anderen hoch, dass einigermaßen sauber ist. Den Gleiter nehmen wir auch mit. Dann laden wir uns das nächste Mal voll auf. Wo ist jetzt die kaputte Batterie? Habe ich die oben drin oder hier? Nein, nicht den Chunk aufnehmen. Ganz ehrlich, bin ich der Einzige, dem das ständig passiert? Oder ist es bei euch auch so blöd mit dem Ding? Hier die Batterie rein, das nehmen wir mal mit. Da können wir uns dann noch ein Wässerle machen. Den habe ich jetzt hier rein, das ist okay, das merke ich mir aufs nächste Mal. Oben habe ich doch aber auch noch was drin gehabt. Was haben wir oben drin gehabt? Nichts Wichtiges. Das würde ich auch noch gerne pflanzen, also Messer und das verbinde ich das nächste Mal. Baue uns dann 2 Kübel oder einen Außenbeetkasten hin, dass wir die Dinger immer vor Ort haben, wenn wir sie brauchen. Das ist klar. Und ich würde gerne zumindest, auch wenn es drüben Wasser gibt und Nährstoffblöcke. Genau. Gemeine Korallenprobe, die haben wir auf jeden Fall noch irgendwo rumfahren gehabt. Oder waren das Tischkorallen? Dann hauen wir uns einmal mit Melonen hier richtig voll. Open Storage. Das waren Tischkorallen, ist klar. Aber es ist ja nicht weit. Und da ich eh noch ein Messer craft, können wir das jetzt hier auch noch gut. Die haben wir schon geholt. Ein Salzhammer. Dann haben wir schon mal ein Wasser für unterwegs. Dann backe ich uns noch einen Fisch raus. Brauchen wir noch ein Salz, würde ich sagen. Und dann sind wir so weit, dass ich sage, wir machen die erste Tour drüben. Wir wissen in etwa, wo es ist. Vielleicht schaffen wir die Modde zu scannen. Zur Not gehen wir 2-mal rüber, ne? Für den Brown. Den können wir jetzt eh nicht gleich bauen. So. Dann haben wir dieses Wasser, das ich wollte. Dann holen wir uns jetzt noch ein Salz und einen Fisch. Das mache ich jetzt dann hinten raus. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mehr oder weniger startklar für die Aurora. Dann machen wir unsere erste Runde. Ziel ist die Motte. Danach gehen wir die Bojen abfahren. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao.